Hi Leute, ich hoffe, euch geht's gut. Heute habe ich einen Quick-Tipp für euch. Und zwar geht es heute um unreine Haut und um Hautschüppchen bzw. Gesichtspeeling. Ich habe bis jetzt immer sowas verwendet. Das ist wie so ein Bürstchen. Das hier ist jetzt vom Rossmann, aber das gibt es auch von Ebelin zum Beispiel beim DM. Das sind hier so Synthetikbürsten, die eigentlich, also die sich so biegen lassen. Und ich habe damit immer abends mein Gesicht gepeelt. So. Oder jeden zweiten Tag habe ich das so ungefähr benutzt. Und ich finde schon, dass es was gebracht hat. Ich finde, die abgestorbenen Hautschüppchen fallen dadurch ab oder gehen dadurch weg. Und man hat dadurch reinere Haut. Ich mache das dann immer so, dass ich das so anfeuchte und dann da die Seife drauf mache und damit dann so mein Gesicht peele. Und ich muss auch sagen, dass es mir eigentlich ganz gut gefallen hat. Das ist halt so ein Clarisonic für Arme. Also ich weiß nicht, so ein Ding kostet glaube ich 1,50 oder so oder 1,80. Also nicht sehr teuer. Und ich wollte mir eigentlich ein Clarisonic holen, aber das weiß ich nicht. Das Geld habe ich dazu noch nicht ausgegeben oder wollte ich noch nicht ausgeben. Deswegen habe ich gedacht, ich probiere das. Also das war ganz gut. Jetzt kommt es aber zum eigentlichen Quick-Tipp. Und zwar ist es ja so, ich sage nur noch mal ganz kurz zum Peelen. Ich weiß noch, also schon ein paar Jahre her, da hatte ich ein bisschen mehr Pickel. Und dann bin ich zum Hautarzt gegangen, weil ich mich einfach gewundert habe, durch meine trockene Haut habe ich eigentlich nicht so viele Pickel. Und er meinte dann, das kommt dann dadurch, dass die trockenen Hautschüppchen nicht abfallen können, sondern kleben bleiben und dann die Poren verstopfen. Und dadurch kriegt man halt Pickel. Und dann habe ich gedacht, okay, dann muss ich mein Gesicht regelmäßig peelen. Jetzt kommen wir aber zum Quick-Tipp. Und zwar habe ich dann, nachdem ich aus Bangladesch gekommen bin, ich glaube nach dem zweiten Tag oder so, war ich beim DM und habe das hier gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das kennt. Das ist so ein Silikonschwämmchen mit so kleinen Noppen. Ich glaube, man sieht das ganz gut. So. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, dass hier unten, das benutze ich einfach mit. Also ich habe jetzt nicht so einen Unterschied dadurch. Ich habe jetzt nicht, dass ich das für verschiedene Stellen benutze und das für verschiedene Stellen. Aber das ist wirklich ein super Ding. Das kostet, glaube ich, nur 1,65 €. Und ich benutze es seitdem eigentlich fast jeden Tag oder fast jeden zweiten Tag. Ich mache dann auch hier wie genau das. Ich feuchte das dann einfach hier so an und mache dann die Seife drauf und peel damit dann mein Gesicht. Und ich muss sagen, diese Dinger erstmal, diese Noppen, sind super weich und super flexibel. Ja? Und viel, viel weicher als das Ding. Und trotzdem habe ich das Gefühl, oder ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das mehr bringt. Erstens ist meine Haut dadurch nicht so irritiert. Also wenn ihr sensible Haut habt oder so, dann könnt ihr das auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Erstens habe ich das Gefühl, dass meine Haut nicht so irritiert ist. Zweitens fühlt sich meine Haut danach so unheimlich weich an. Also ich kann es wirklich gar nicht richtig erklären. Das ist so schön. Ich fasse danach so gern mein Gesicht an, was ein bisschen bescheuert ist, aber... Also wenn man dann so drüber geht, das fühlt sich einfach alles so weich an. Und was ich euch empfehlen würde, ist, dass ihr euer Gesicht mit lauwarmem Wasser wascht und dann das hier benutzt mit der Seife dann, das peelt und zum Abschluss mit kaltem Wasser, weil warmes Wasser öffnet die Poren und kaltes Wasser schließt sie wieder. Also würde ich am Anfang warmes Wasser benutzen, dann das Gesicht waschen und peelen und alles und danach mit kaltem Wasser nochmal abspülen alles und dann eine pflegende, also irgendeine Creme drauf machen. Und also ich muss wirklich sagen, wenn ihr das Ding noch nicht probiert habt, wie gesagt, es kostet weniger als 2 €, dann würde ich es an eurer Stelle echt mal ausprobieren, weil das ist, also es hat mir so viel geholfen und ich bin ja nach Bangladesch hierher gekommen und hatte oder habe immer noch unreine Haut und hatte da, also ich hatte es aber am Anfang noch schlimmer und ich muss sagen, dass mir das echt geholfen hat. Also ich bin wirklich glücklich, dass ich das direkt gefunden habe und dann... Also ihr könnt es echt mal ausprobieren, das ist ja nicht so teuer. Und dann könnt ihr mir ja mal schreiben, oder wenn ihr es schon ausprobiert habt, könnt ihr mir auch nochmal schreiben, wie ihr das findet, weil ich bin echt so begeistert von diesem Ding. Und ich hätte es gar nicht gedacht, ich habe mich eigentlich ein bisschen darüber lustig gemacht. Besonders, weil ich das Video von Wayne, heißt der glaube ich, ne? Dieser Make-up-Artist auch hier auf YouTube. Wayne Gossman? Gossman? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich verlinke euch das Video mal drunter. Auf jeden Fall hat er sich so lustig gemacht über diesen Sigma-Handschuh, womit man so Pinsel wascht, ne? Und, also das Video ist echt lustig. Ich verlinke euch das mal unten hin. Und als ich das gesehen habe, habe ich zuerst an diesen Handschuh gedacht, weil, obwohl, also eigentlich könnte man das auch dafür verwenden. Es ist eigentlich ein Peeling, aber ihr könnt mal versuchen, einen Pinsel damit zu reinigen. Das wollte ich sowieso mal machen. Aber nicht mit dem, deswegen, ich muss mir dann noch ein neues kaufen. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber man kann damit bestimmt auch Pinsel reinigen und dann müsst ihr euch für 40 € nicht dieses Sigma-Ding kaufen, falls es euch irgendwie interessiert hat. Auf jeden Fall hat das Ding mich erstmal an den Sigma-Handschuh erinnert und an Waynes lustiges Video.
Und dann habe ich mir das aber genauer angeguckt und habe mir gedacht, ja, als Gesichtspeeling kann ich es ja einfach mal ausprobieren. Und ich habe es jetzt gemacht und das ist echt richtig gut. Also das kann man richtig so schön knautschen. Was auch cool ist, das hat hier hinten so einen Saugnapf. Das heißt, wenn es hier nass ist, könnt ihr es einfach im Bad an eure Wand oder einen Spiegel oder wo auch immer ihr das hinmachen wollt, einfach dran saugen und dann ist es da fest. Und dann immer, wenn ihr es benutzen wollt, einfach abmachen, benutzen und wieder dran machen. Also es ist echt ein super cooles Ding. Also hätte ich nicht gedacht, dass ich so begeistert davon sein werde. Auf jeden Fall viel cooler. Wie gesagt, das ist auch gut, aber das ist tausendmal besser. Und besonders, wenn man jetzt sowas Besseres ausprobiert hat, merkt man, dass das eigentlich gar nicht so gut war. Also für mich zumindest. Weil das hat mehr meine Haut irritiert und meine Haut war danach meistens noch trockener. Oder ich hatte noch mehr Trockenheits, so trockene Haut. Und ja, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ein Top-Produkt. Und wie gesagt, ich versuche es die Tage mal als Pinselwaschunterlage, weil ich mag das nicht an meiner Hand so. Ich mache das normalerweise immer so mit dem Pinsel und ich mag das nicht, weil meine Haut dann irgendwie so ganz trocken wird, weil das Wasser da ja immer drauf kommt. Aber wenn man das hat, dann kann man das bestimmt ganz gut machen. Also, als Gesichtspeeling super und als zweckentfremdetes Pinselwaschunterlage ist es bestimmt auch gut. Das wollte ich euch nur ganz zeigen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!